Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer weiteren Folge Hearthstone. Wir machen heute die Quest, die Join the Goons und nebenher noch den Tavern Brawl, den neuen, der rausgekommen ist. Der hat mich nämlich so angeglänzt und hat mir gesagt, hey, yo, du musst ihn mal spielen und zwar Servant of Yogg-Saron Tryouts. Help Yogg-Saron find a servant. Your deck is full of wannabes who cast a random spell at a random target when played. Kriegen natürlich ein normales Ding, aber wir spielen jetzt da die Klassen, die hier gefordert werden. Und zwar spielen wir Hunter, Paladin oder Warrior. Wir spielen den Hunter. Ich habe heute Bock auf den Hunter. Ich weiß nicht warum. Es ist einfach so. Zack, Hunter, los geht's. Drei Wins sind wieder Booster ohne Ende, Leute. Booster. Wir werden uns fette Booster ranholen. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Ja, bla bla bla. Ja, bla bla bla, bla bla bla, ist mir egal. So, gut. Darüber haben wir jetzt gesprochen, jetzt geht's weiter. Nee, ich habe gerade eine Nachricht gekriegt. Ich habe ewig nicht mehr auf mein Handy geguckt und deswegen sind manche Leute nicht so ganz froh darüber. Jetzt gucken wir mal. 3 Mana, 5-5 ist okay. Die anderen packen wir einfach mal weg. Ich brauche ein bisschen aggressiveren Start hier mit dem Hunter, habe ich so das Gefühl. Was ist denn das für ein Start, Leute? Was ist denn das für ein Start? Grüße. Ach, jetzt geht das wieder los. Happy Feast of Wintervale. Castle of Farm. LOL. LOL. Kriegt einfach fucking Castle of Farm da raus. Und hat einmal, er kann sich rausspielen, außer mit dem Coin. Bester Spell von meinem Beast. Oh mein Gott, ist das gut. Okay, Coin hat den Curse raus. Schade. Aber das sind schon mal zwei Damage, die es safe gemacht hat. Also, wo will man sich da beschweren, Leute? Komm, wo will man sich da beschweren? Zack. Aggressives Deck, Leute. Der Curse wäre natürlich ideal in so einem Hunter, ey. So, er pinkt ihn natürlich weg. Wie könnte es doch auch anders sein? Oh, wir haben Princess Huran haben wir. Mirror. Oh, Mirror Image ist natürlich nice. Wir casten alles nur random Spells, gell? Ich muss mal ganz kurz hier antworten. Ah, das ist uncool. Obwohl, er hat kein Ding. Er kann. Ja! Elemental Destruction! Elemental Destruction, alles klar. Okay, da hat sich jetzt nicht viel geändert. Lol, das sieht jetzt echt sick aus. Ich find's gerade mega gut. Leute, ich find's mega. Okay, er hat. Achso, durch. Lol, durch Elemental Destruction konnte er nichts rausspielen. Oh mein Gott. Ne, warte mal, den spielen wir als Combo raus. Spielen wir als Combo raus. Ist der. Was ist er? Er ist ein. Ich weiß nicht, was er ist. Battlecry. Spielen den hier raus. Consecration ist okay, das macht 2 Damage an unseren Gegner, dann hitten wir noch für 4. Und weiter geht's, liebe Freunde. Ich finde den Tavern Brawl, ehrlich gesagt, gerade mega geil. Und ich finde auch gerade alles mega geil, weil ich mega happy gerade bin. Und das hat seine Gründe, Freunde, weil die neue Hearthstone-Edition ist raus und ich freue mich mega. Okay, was kommt mit für ein Spell? Savagery, wow. Oh. Solche Schmerzen. Nein, Naturalize ist böse. Naturalize ist böse. LOL! Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das gut. Ich feiere das gerade minimal. Komm, zack, in a fire. Ups, er war, glaube ich. Battlecry. Die Alley Cat, das ist eine Karte, die wir echt nicht gezogen haben in unserem Pack Opening. Ist eine der besten One-Drops, die wahrscheinlich jetzt hier rausgekommen sind in dem Set. Ich meine, sie ist so gut wie die Fiery Bat. Sogar eigentlich noch besser, weil sie den Battlecry hat und den aktiviert. Finde ich mega strong, Leute. Finde ich mega, mega strong. Warum? Ach so, lol. Das war Inner Fire. Oh. Ja. Ping, Hit, Face, weiter geht's, Leute. Den rushen wir um. Den rushen wir um. Außer kriegt er jetzt einen Board Remove. Das sind halt immer so Sachen, die man mit einkalkulieren muss, liebe Freunde. Aber das ist halt leider so. Das ist halt leider so. Okay, Bomblover ist uncool. Komm, bitte auf ihn. Oder auf mich.
Ja, okay, auf jeden Fall. Lol, der ist natürlich strong. Das ist strong. Toshli. Toshli. Toshli, Toshli. Blalalalalala. Was machen wir am dümmsten? Torn bringt uns nichts, Secrets bringt uns nichts, der bringt uns eigentlich auch nichts. Wir könnten Toshli spielen, aber ich meine, wir müssen den hier zuerst weg. Obwohl, wir können hier eigentlich... Wir könnten hier traden, Leute. Sollen wir traden und Toshli dann einfach aufs Board bringen? Ich denke, ja. Ich denke, ja. Ach, wir können nicht mal ganz Toshli aufs Board bringen. Komm, dann spielen wir die Patrons. Oh, Sinister Strike. Strong. Dieser Moment, wenn man das Kartenchaos spielt, nur... Wenn man das Kartenchaos spielt, nur um die Packung zu bekommen. Erstmal, that's right. So ist es halt wirklich. Also, das Kartenchaos finde ich jetzt zwar... Es ist gut, aber es ist jetzt nicht so awesome, wo ich sagen würde, Alter, ist das ein gutes Kartenchaos, ey. Es ist jetzt eher so, wo ich sage, ja, es ist okay, aber es gibt bessere Kartenchaos, ey. Okay, zwei, wir können Toshli summonen. Das heißt, wir gehen hier drei. Ich weiß, wir hätten hier wahrscheinlich Ding machen können, irgendwie Liefel oder sowas. Secret Trial, ist okay. Oh, wir kriegen Freeze. Freeze ist okay. Okay, mit Freeze kann ich arbeiten. Ich hätte, glaube, wir hätten einfach Face komplett gehen sollen, dann wäre am nächsten Zug RIP gewesen. Aber ich will hier noch ein bisschen, ich finde es lustig, ehrlich gesagt. Ich will hier die Spells eigentlich so ein bisschen draußen haben. Das macht mir Spaß. Lasst mir mal einen Spaß, Leute. Ich glaube, den Death Rattle können wir hier auch gut auf ihn triggern. Ich meine, wenn er nicht zerstört. 6-5er. Für 5 Mana. Der ist sein Death Rattle Trigger, das ist gut. Und wir haben 9 Mana, das heißt, wir können noch gleich hinterher irgendwie was Secret Keeper oder Eater of Secrets oder sowas spielen. Wenn, je nachdem, was er halt spielt. Fallen Hero, ja. LOL. Board Removal, bitte. Du. Warte mal. After your opponent has a. What? Warum hat es jetzt den zerstört? Ich dachte nur den dritten Ding. Und das war richtig schlecht gespielt von ihm. LOL! Hat es gerade den Shadow Step auf den eigenen Minion gewirkt? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier geschehen Dinge, Leute. Hier geschehen einfach nur Dinge. Double Minions Help. Oh, strong. Strong. Okay, dann spielen wir noch. Ne, wir spielen nicht zu viel raus. Spielen das hier raus. Embrace the light. Embrace the light. Lol, wer kriegt jetzt? Sie kriegt den Buff. Er kriegt den Buff. Was? Lol, ich hätte erst angreifen müssen, weil ich ihn getötet habe, theoretisch. Also den Death Rattle aktiviert habe, hat er schon angeblich angegriffen. Ah, oh, uncool. Aber okay. Gibt Schlimmeres, Leute. Gibt Schlimmeres. Warum hat er eigentlich nur noch so wenig Health? Achso, habe ich doch angegriffen. Es kann sein, dass ich angegriffen habe. Okay, er macht natürlich unseren 6 Ding kaputt, weil er den 6-14er nämlich tot kriegt. Ja, mal gucken. Ich muss sagen, irgendwie macht es mir gerade ein bisschen Spaß. Oh, Sogoth! Sogoth ist strong. Besonders ein gebuffter Sogoth. Durch Stolen Goods. Huh, das ist echt strong. 12 Damage können wir hier nicht machen. Oh, Cabalist Doom. Oh, hohoho, Cabalist Doom ist... Es ist richtig, richtig gut. Das ist richtig, richtig gut. Hier habe ich jetzt den Trade gesetzt, einfach deswegen, weil er da nur einen töten kann. Außer er spielt natürlich Board Removal, aber davon gehen wir natürlich immer nicht aus. Es geht leider nur auf Minion, schade. Assassinate, ah, uncool, er kann unser Board komplett clearen. Kann unser Board clearen, aber... Oh, er hat sogar noch 8 Mana übrig, das finde ich gut. Sieht gerade nicht so schlecht aus wie in 2, 4, 6... Oh, wir schmeißen jetzt die Karte weg durch Cabalist Tomb. Uncool, aber in Ordnung. Wir haben Doppel-Spellbänder. Doppel-Spellbänder ist okay. Einfach Cavalist Tomb irgendwo raus. Oh, Jade Jurican. Lol.
Ja, hier seht ihr die Jade-Ding hier. Alles klar, noch den Dude hier. Yes, Bouncing Blade ist sehr gut. Oh, schade. Wir haben keinen Spell gekriegt. Ah, Giant Sandworm wäre hier wahrscheinlich gar nicht so scheiße gewesen. Wir removen ihn, spielen ihn hier mal raus. Demon Wrath! Oh mein Gott, so awesome! I'll never tell. Prophet Fusion ist okay. Der Buff ist hier auch real. End Turn. Es könnte doch spannend werden, Leute. Wir können keine 6 Damage schießen im Moment. Flash Heal hat er aus dem Spellslinger rausgekriegt. Oh, was für ein Penner. Lucky. Lucky, lucky. Das ist natürlich nicht so gut. Er könnte pingen. Macht er auch. Alles klar, wir kriegen also Minions. Er wird jetzt rausspielen, halt in der Hoffnung auf ein Board-Removal natürlich. Weil wir halt gerade einfach Board-Vorteil haben. Können dann jetzt 2 Taunts geben, aber das bringt halt auch nichts. Okay, Reveal. Lol, Polymorph. Ach, erstmal auf sich selber. Ah, hat sie aber nicht zu ändern. Alles gut. Okay, Reveal. 4-4, alles safe, Leute. Nichts passiert, ist kein Charge. Können wir also mit 3 Mana wegmachen. Alles safe. Alles safe, liebe Freunde. Ah, wie spielen wir denn jetzt? Nein! Bullshit! Today I don't have to be a princess. Explosive Trap, oh mein Gott. Wie hat die gekostet? Halt! Ein Mana. Nein! Nein! Oh mein Gott, das war ja mal richtig scheiße jetzt. Ach, come on! Warum tust du mir das an, Spiel? Erst die doppelten Legendaries und jetzt das. Oh mein Gott, Hearthstone, was ist los mit dir? Hast du mich wirklich so sehr? Oh mein Gott, ist das schlimm. Dieses Spiel macht mich so fertig, Leute. Das ist der Hammer. Es ist der absolute Hammer. Ich hab Spaß, Leute. Ich hab gerade richtig Spaß wieder an Hearthstone. Hearthstone ist ein schönes Spiel. Alles klar. Death Rattle. Death Rattle. Jetzt hätte ich... Ah, oh, ich hätte den Backbounce jetzt gebraucht. Wow, hier ist Circle Feeling. Sehr, sehr gut. Wir hätten es anders mal regeln sollen, Leute. Wir hätten es anders regeln sollen. Wir removen den hier. Wir hätten das später spielen sollen. Aber jetzt sehen wir endlich mal die Animation davon. No way! Ah. Lol. Der hat den Death Rattle dann nochmal. Oh mein Gott, dann können wir jetzt, wenn er irgendwas rausspielt, einfach nochmal pingen und dann ist er RIP. Ach nee, warte mal. Unsere Explosive Trap macht den ja eh schon vorher tot, also von dem ist no problemo, Senor. Ach, Mann. Spellbender ist eigentlich sowas von useless hier. Alles klar. Alles klar. Oh mein Gott, ist das gut für ihn. Oh Mann, das ist echt strong. Okay, das ist relativ egal. Oh, das war richtig strong, hey, jetzt. Corehound. If your hand is empty. Das würde ich halt... Ich würde gerne meine Hand leeren, aber das geht schlecht. Wir haben hier einen 3-6er... Renew? Komm, hier auf einen von deinen... nicht der Beste, aber es ist okay, hätte ich mal gesagt. Es hätte wirklich schlechtere Ziele geben können. Schauen wir erstmal noch, was hier rauskommt. Vielleicht können wir... Commanding Shout. Ooh.
Und da ja niemand sterben kann. Headcrack. Leute, wir kriegen Headcrack wieder auf die Hand. Das ist gut. Hä, wir kriegen Headcrack. Doch, wir kriegen Headcrack wieder. Ich hätte mich gerade schon ein bisschen gewundert, hätten wir Headcrack jetzt nicht wieder gekriegt. Ich glaube, das Spiel wird doch länger dauern, als ich befürchtet habe. Ich habe erst gedacht, alles klar, er ist auf 6 Health unten, jetzt kann ich ihn einfach rippen. Und dann sind Dinge geschehen, auf die ich nicht stolz bin. Der Tree of Life hat gemeint, alles klar. Oh mein Gott. LOL, wow. Also nur so much wow. Oh mein Gott, King Crush, das ist so awesome. Oh mein Gott, was wird der für ein Spell rausbringen? Oh, wenn der nicht schon Haste hätte, also hier Charge hätte, wäre das so gut. Wir freezen erstmal ihn. Weil King Crush kostet nur 9, das ist okay. Wir hitten, weil ich nicht weiß, was King Crush machen wird, wenn er aufs Board kommt. Villains Chosen auf King Crush! Oh, Villains Chosen auf King Crush! Oh mein Gott, boom! 10, 12er King Crush! Boom! Oh Leute, heute ist richtig crazy, hey. Heute ist richtig crazy. Was passiert? Shadowform. Alles klar, er wird auch zum Shadow Mage. Oh, unfair! Egal, wir können ihn headcracken. Well played. Oh mein Gott, das war jetzt ein ganz schön geiles Spiel, muss ich sagen. Das hat Spaß gemacht. Ich würde jetzt zwar gerne noch irgendwas rausspielen, aber ich habe Angst, dass ich dran sterbe. Deswegen, Leute, er hat auch Spell damit. Halt! Ich wollte angreifen! Du Penner! Jawohl, damit haben wir das Pack geholt. Nice! Ja, natürlich. So, wir machen jetzt das Päckchen noch auf und ziehen dann eine richtig geile Legendary raus. Das wäre natürlich awesome, dass wir noch mehr Dust haben. Aber das war's dann jetzt auch schon wieder theoretisch für die Folge. Ich muss jetzt hier die Folge ein bisschen kürzer machen, da ich übers Wochenende unterwegs bin. Ja, Secret Keeper und deswegen noch ein bisschen was voraufnehmen muss. Ich bedanke mich hier recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und dann sagen wir mal, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss!